Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, auf einer neuen Reise hier auf dem Blog des Homo Criticus, der kritische Geist. Ich begrüße Sie auch wieder recht herzlich in dieser Folge und wir wollen weitermachen mit der Frage, was ist Wahrnehmung im Kontext von Konstruktivismus? Wie konstruieren wir unsere Welt, unsere Sichtweise auf die Welt? Wie wird Wahrnehmung aufgebaut und wo gibt es eventuell Fallstricke, die uns in unserer Wahrnehmung so weit beeinflussen können, dass wir eventuell in unserer Erkenntnis etwas daneben liegen könnten. Eine kurze Zusammenfassung vom letzten Mal. Wir haben ja gefragt, was ist die Wahrnehmung? Es gibt ja verschiedene Arten von Wahrnehmung, physiologische, psychologische, philosophische Wahrnehmung und noch weitere Wahrnehmungsarten und Formen und Dimensionen. Und wir haben einfach drei wichtige Aspekte herausgefiltert oder herausfiltern können, dass also Wahrnehmung im Kontext, also im Zusammenhang mit Informationen, die uns vorgeliefert werden, vorgehalten werden, aus drei verschiedenen Ebenen besteht. Einmal die Wahrnehmung ist die Art der Informationsaufnahme. Das zweite ist die Art der Informationweiterleitung oder Informationsverarbeitung. Und als drittes kommt dann die Frage, wie wir daraus auch eine Informationserkenntnis daraus ableiten können und uns auch darin entsprechend positionieren können, natürlich begründbar auch positionieren. Die Frage heute ist, Wahrnehmung schafft natürlich auch Realität, das heißt auch die Form in der Form, wie wir uns positionieren, nachdem wir Wahrnehmung aufgenommen haben und auch entsprechend verarbeitet haben, wie wird unsere Realität dadurch beeinflusst, beziehungsweise bestimmt auch bestimmte Handlungen zu vollziehen oder bestimmte Sichtweisen auch zu haben. Man kann davon ausgehen, und das ist auch der wichtige Tenor, den ich Ihnen auch gleich darlegen werde, ist, dass Wahrnehmung auch immer etwas mit den Rahmenbedingungen zu tun hat, die vorliegen in unserem Moment der Wahrnehmung dessen, was uns vorgehalten wird. Das habe ich letztes Mal schon ein bisschen angedeutet. Zum Beispiel auch die Frage ist, wenn zum Beispiel ein Krieg dadurch vermittelt wird, dass bestimmte Bilder oder auch auditive Dinge, Eindrücke auf uns eingehen, dass wir dadurch natürlich auch eine Erkenntnis daraus ableiten, zum Beispiel, dass Krieg nicht gut sein kann, weil dort werden A, Menschen getötet, B, die Kinder oder Menschen hungern und C, irgendwie bestimmte Infrastruktur oder bestimmte Strukturen werden vernichtet oder halt auf ein Minimum reduziert oder beibehalten. Natürlich ist die Wahrnehmung und auch die Form der Wahrnehmung auch in der Psychologie, also die kognitive Wahrnehmung, ein wichtiger Aspekt. Das sehen wir heute auch natürlich in dieser Welt, wenn wir zum Beispiel, wie wir einkaufen müssen, wie zum Beispiel in einem Supermarkt, welche Produkte an welchem Platz, an welchem Ort platziert sind, welchen Weg wir gehen müssen, um bestimmte Dinge zu kaufen. Vielleicht haben Sie es schon mal bemerkt, dass eigentlich im Supermarkt immer als erstes das Gemüse, die frischen Sachen uns angeboten werden. Das kann man natürlich auch dahin deuten oder in der Marketingpsychologie auch, dass versucht wird, uns erstmal einen frischen, einen guten Eindruck von dem Supermarkt zu bekommen, um dann nachher darauf aufzubauen, dass wir uns vorbereitet haben oder dass wir durch die gezielte Platzierung von Dingen, dem Gemüse, also in diesem Falle dem frischen Dingen, uns so weit vorbereitet haben, dass wir mit einer positiven Einstellung einkaufen gehen und vielleicht dabei vergessen, dass wir eigentlich nur mal ein Stück Butter und eine Milch kaufen wollten und letztendlich uns immer wieder fragen, warum kaufe ich, möchte nur zwei Sachen kaufen und trotzdem kaufe ich natürlich mehr Dinge nachher, als ich in Wirklichkeit kaufen möchte. Das ist zum Beispiel eine Form, wie Wahrnehmung uns auch beeinflusst. Ich kann Ihnen das auch an einem ganz einfachen kleinen Test vorhalten, wie Wahrnehmung uns auch beeinflusst und welche Rahmenbedingungen für die Wahrnehmung eine elementare Rolle spielen. Also ich habe jetzt hier angenommen zwei gleich große Kreise, ungefähr, sind gleich groß, genau, und die sind eigentlich gleich groß und das sehen Sie ganz eindeutig. Wenn ich jetzt aber Ihnen sage, schauen Sie sich diese Kreise an, denn wenn Sie bemerken, aha, es macht so den Anschein, dass
dieser kleinere, also dieses kleinere Objekt mit dem Innenkreis sehr groß erscheint. Aber eigentlich muss ich Ihnen mitteilen, dass diese beiden Kreise letztendlich den gleichen Durchmesser haben. Aber durch die Anordnung der Rahmenbedingungen, nämlich dieser kleinen Kugeln und dieser großen Kugeln, erscheint Ihnen diese Kugel größer als jene Kugel. Das ist ein ganz einfaches psychologischer Test, den ich aus dem Internet gezogen habe und der Ihnen einfach sagt, die Rahmenbedingung von der Wahrnehmung, die uns vorgehalten wird, ist ein wichtiger Bestandteil auch, wie wir die Wahrnehmung einschätzen und wie wir danach auch das Handeln in uns selbst auch formieren und auch initiieren. Wenn ich Ihnen also sagen würde, bitte kaufen Sie die größere Kugel, dann würden Sie wahrscheinlich in erster Linie diese Kugel kaufen. Obwohl ich Ihnen eigentlich sagen müsste oder Sie nicht erkennen, dass beide Kugeln gleich sind. Es ist so einfach letztendlich und damit möchte ich Ihnen auch so ein bisschen den Hinweis übergeben, dass die Art der Wahrnehmung, die Rahmenbedingungen der Wahrnehmung natürlich eklatant damit zusammenhängt, wie wir uns in unserem Handeln, in unserer Sichtweise und dieser Positionierung dieser Sichtweise in unserer Welt auch stehen oder beeinflussen. Also Wahrnehmung hängt also elementar auch mit den vorgegebenen Rahmenbedingungen zusammen. Wir können das jetzt zum Beispiel sehen an dem akuten Fall, dass jetzt in Japan das Erdbeben gewesen ist, in Fukushima das Atomkraftwerk mittlerweile sich dorthin bewegt, dass es sein kann, dass wir dort nach Tschernobyl, 25 Jahre jetzt her, dass wir eventuell in Japan den zweiten globalen Super-GAU haben könnten. Natürlich würde man jetzt auch sagen, hey, jetzt auf einmal, wie die Bundesregierung und Angela Merkel jetzt auch angegeben hat, ist, dass jetzt ein Moratorium, also eine Art Käseglocke, für 3 Monate auf die Frage nach den alten Kernkraftwerken in Deutschland, die Sicherheitsstandards dieser alten Kernkraftwerke, die Technologie dieser alten verwendeten Kernkraftwerke, Siedewasser, Druckwassertechnologie zum Beispiel. Und man könnte jetzt natürlich den Eindruck haben, dass Frau Merkel jetzt das Moratorium macht und sagt, also stopp, jetzt werden alle Dinge abgeschaltet oder wir gucken erstmal 3 Monate, was passieren kann, beziehungsweise was wir ändern müssen. Das war vorher nie der Fall. Die CDU-Regierung hat den Ausstieg aus dem Ausstieg beschlossen und jetzt haben wir auf einmal wieder zurückgerudert. Und man fragt sich natürlich auch, warum ist das so? Beziehungsweise sind das alle Informationen? Und darüber können Sie sich natürlich selber Gedanken machen, wie weit eventuell hinter diesen Aussagen von Angela Merkel auch eine politische Bedingtheit hintersteht, dass man genau so jetzt reagieren möchte, damit wir eine ganz bestimmte Art der Wahrnehmung haben von dieser Regierung, von dieser Politik. Und natürlich glaube ich, oder zumindest meine Meinung darüber ist natürlich, es stehen Wahlen an, und gerade auch in wichtigen Bundesländern. Das Superwahljahr wird ja gesagt, ist es dieses Jahr. Und da könnte man natürlich schon so fragen, die alte lateinische Frage cui bono, wem nützt es zum Beispiel? Also, hier noch einmal ganz kurz die Frage. Wahrnehmung ist etwas, was unsere Realität im Handeln natürlich unheimlich beeinflusst und wir uns dessen auch nicht verschließen können. Allerdings muss man auch sagen, dass eine nur teilweise Wahrnehmung oder auch nur eine Teilhäppchen oder eine Wahrnehmung aus Teilhäppchen zusammengesetzt, uns natürlich auch nur immer nur die Möglichkeit bieten, eine teilweise Erkenntnis daraus abzuleiten. Um das mal einfach zu sagen, mit einfachen Worten, eine verzerrte Wahrnehmung bietet uns auch nur die Grundlage für ein verzerrtes Handeln, nachdem wir diese Wahrnehmung verarbeitet haben. Darum dreht es sich auch hier auf dem Homo Criticus oder auf dem Blog des Homo Criticus, der ich nicht bin, sondern einfach nur eine Meta, also eine übergeordnete Sichtweise, wie wir mit unserer Vernunft sehr kritisch umgehen können, um diese Welt, diese konstruierte Welt dort draußen besser zu verstehen und eigentlich auch hinter ihren Fassaden zu schauen, was eigentlich hinter dieser Welt sich verbirgt und warum auch diese Motivation dahinter stehen könnte, dass uns die Welt so konstruiert vorgehalten wird, wie wir sie in unserer konstruierten Sichtweise auch nur feststellen können. Ich hoffe,
Sie prüfen auch kritisch meine Aussagen und ich würde mich freuen, wenn Sie zu einer neuen Serie hier auf dem Homo Criticus Blog sich wieder einfinden, damit ich mit Ihnen zusammen dazu beitragen kann, dass Sie sehr kritisch Ihre Vernunft und Ihren Geist gebrauchen können, damit Sie letztendlich für sich ein selbstbestimmtes Leben führen und nicht, um das mit Max Horkheimer zu sagen oder über Max Horkheimer zu sagen, dass sie die herrschaftlichen Strukturen, die eventuell draußen herrschen, durchschauen, damit sie selbst entscheiden können, was für sie gut ist und auch selbst danach entscheiden können, wie sie ihr Leben zu vollziehen haben. Ich bedanke mich fürs nächste Mal. Tschüss.